Frühling, jetzt kann uns eigentlich nichts mehr erschrecken. Und jetzt haben wir wahrscheinlich den Übergang auf Pandaria schon mal gemeistert. Ha 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 ha. Hier wird nicht gefangen. Plüpp. Ja, jetzt dürfen wir eigentlich nur noch killen. Ist ja schon mal chillig. Killen können wir. Killen können wir sogar gut. Muss man aufpassen, wenn er zaubert. Sonst nicht in Flammen steckt und den Verbrenner brauchen wir auch nur noch ein. Oder nehmen wir mal Freiwilliger Nummer. Ach, der sieht doch noch freiwilliger aus. Hallo! Ich brauche einen Freiwilligen. Wie sieht sie ziemlich danach aus? Die anziehen ist nicht. Das haben wir ja schon mal gesagt. Gibt auch Regeln, ne? Du nicht verbrennen, Walk. Jetzt brauchen wir noch die anderen Typen und die sind, glaube ich, meines Erachtens, genau. Die Plünderer sind in der Nähe der Dorfsiedlung. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Danach müssen wir nur noch ein paar in den nächsten Quests ein paar Typen befreien und einen Chef umnieten. Oh. Chillig. Oh, Stoff. Immer her damit. Stoff kann ich gut gebrauchen. Und ich habe es wahr gemacht. Ich habe bei Let's Play World of Pet Battle übrigens den Helm aus dem letzten Video angehabt mit meiner Priesterin. Ich finde den cool. Was ist denn das hier heute mit dem Autoloot? Irgendwie alles so ein bisschen schwammig. Hä, meiner. Nein, das ist seiner. Kannst du auch behalten. Ich brauche einen Plünderer, ich brauche einen Plünderer. Nehmen wir den. Ich dachte gerade, da kommt schon wieder einer angeschissen, aber da ist nur so ein panischer Mann in der Pandare. Feuer! Feuer! Warum löschen? Feuer! Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Nice! Hallo! Ich möchte gerne etwas abgeben. Danke. So, dann gehen wir hier noch rein, Junge. Bei der guten Dame hier, sanfte Mutter Hanae. Was gibt's hier Schönes? Gibt's noch was? Natürlich nicht. So, was hast du jetzt hier? Traumatisierter Bauer, genau. Folgt dem Weg in die gefallenen Bäume von Nordwürmerschein. Genau. So, jetzt dürfen wir weiter vordringen. Ist nicht weit. Ist hier nur ein Stück hoch. Und jetzt müsst ihr hier eigentlich. Okay. Was seid ihr denn für welche? Da kommen die aus den Bäumen gesprungen. Kirsche. Mhm. Macht einen auf Schurke, ja. Das Gehirn nur einen geben. Und der heißt Giftblut. Und Blut habt ihr auch nicht? Seid ihr denn für komische Viecher? Das gibt's ja noch nicht. So, und da steht der, den wir suchen. Wenn wir unsere Quest abgeben und befreit 10 gefesselte Bauern von Nektarhauch in seinem blablabla Lager und Gormal umkloppen. Joa, easy. So, dann gehen wir mal. Genau, da sind schon die ersten angeketteten armen Schweine. Wir brauchen einfach nur kurz mal den hier machen. Einmal den hier machen. Und dann vielleicht nochmal den hier machen. Genau. Wir können auch die Typen killen, dann wird der Bauer da hinten freigelassen. Glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Testen, nicht testen, testen. Ach, ich gehe erstmal runter zum Strand, weil da wartet nämlich unser nächstes Ziel auf uns. Der Chef. Und auf den Booten, die da so im Wasser stehen, da spawnen normalerweise auch welche von diesen Bauern. Normalerweise. Da sind gerade keine da. Schade eigentlich. Ach, jetzt kommt das ganze Bauernvolk eingelatscht und hilft mit. Boah, die hauen aber ganz schön gut zu, die Leute. Oh. Jojo, ich bin sofort da. Bin sofort da. Ja, damit.
Schnellen Sicherheit. Und Instanz. Tempel der Jadeschlange, Freunde. Da war ich ja, wie gesagt, schon einmal drin. Mal gucken, ob ich das alles noch so ein bisschen zusammenkriege, wie es hier war. Auf jeden Fall sehe ich meinen Questgeber noch nicht. Da ist er. Ja, es läuft alles gerade ein bisschen laggy, aber ist scheißegal, das kriegen wir doch trotzdem hin. Schreiben wir mal netterweise P. Uhu. Und meine Zigaretten sind leer und das kotzt mich gerade an. Egal. Muss ich halt so durchhalten. Also, wie gesagt, den Tempel der Jadeschlange von innen haben wir schon mal gesehen. Ist uns ja scheinbar bekannt, ist uns ja wohl bekannt schon. Genau, wenn die großen platzen, dann hinterlässt er so eine Fläche, da solltet ihr nicht unbedingt drin stehen. Und außerdem kommen noch so eine kleinen Tröpfchen hier, die wollen natürlich auch gekillt werden. So. Das war Number One. Ich gehe natürlich nicht vor, ich bin hier nicht der Tank. Achso, der ist schon vorgerannt. Okay. Kurz in seinem Waffen. Müssen wir rein. Oh ja, jetzt ziehen wir aber gut ein bisschen ab hier von der DPS. Das sieht immer ganz gut aus. Schön. Schön, schön. Nichts zu looten. Finde ich nicht schön. So, bei den ersten Boss muss man natürlich, sollte man aufpassen, dass man auf jeden Fall alle zusammen da reingehen. Weil ansonsten macht er dicht und dann kommt ihr da nicht mehr hinterher. Gucken, ob ich das auch mit den ersten Boss zusammenkriege. Ich weiß, euch geht mal bestimmt auf den Senkel, aber für mich ist das manchmal ziemlich wichtig, weil ich gerne mal verpenne. Oder einfach mal, wenn ich im Kampf raus bin, nicht so richtig mitbekomme, dass ich irgendwo drin stehe. Oder es einfach dezent ignoriere. Da ist das dann doch schon, ja, ganz wichtig. So, grünen Crap brauchen wir nicht. So, dann müssen jetzt hier alle erstmal reinkommen. Und er hat den Boss angegriffen. So, und sind alle drin? Ja. So, und zwar müssen wir aufpassen. Oh, ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht der Tank bin. Also ihr dürft auf jeden Fall, solltet ihr vermeiden, das Wasser zu ja, anzugreifen. Der hat hier eine ziemlich große... Ach ja, er hat sein Schild, wenn er sein Schild hochzieht, muss kommen, spawnen hier solche komischen, verderbten, lebendigen Wassergedünst-Müll, wie wir sie gerade schon besiegt haben. Und dann, wenn wir das bezwungen haben, dann geht sein Schild wieder weg und dann ist er wieder angreifbar. Dann können wir wieder ein bisschen in die Mitte rein hopsen. Auf jeden Fall sollten wir es, wie gesagt, vermeiden, unbedingt das Wasser dazu berühren, weil das macht Aua. Also er, müsst euch das vorher so vorstellen, dass es jetzt erstmal so eine Phase her beschwört. Ein, zwei solche komischen Viecher hier, drei oder sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, die müssen wir erstmal bezwingen und danach ist er erst angreifbar. Und das überholt sich dann, glaube ich, meine ich. Schon der nächste von diesen komischen Viechern.
Ist ein bisschen langweilig, aber was soll man machen? Ich habe auch gehört, die heroischen Modis sollen eher so ziemlich zeitaufwendig sein als jetzt schwer. Es soll eher so ein bisschen sich anders hinziehen, als dass man da jetzt eine Schwierigkeit hat. Jetzt ist, glaube ich, der Typ schon angreifbar. Oder? Nee, da kommt noch einer. Ach nee, der wiederholt sich nicht. Das ist wirklich Advase und danach, ja. Wie gesagt, nur einmal. Und da bin ich eigentlich eher so ein bisschen paralysiert hier durchgerannt, weil ich keinen Plan hatte, was abgeht. Als dass ich mich hier so drauf konzentriert habe, was ich überhaupt mache. Aber den letzten Boss, das weiß ich nicht. So, jetzt ist er angreifbar. Jetzt können wir ihn hier ein bisschen zerschnitzeln. Er macht dann, genau, er macht jetzt hier so einen komischen. Also, dreht sich im Kreis. Das kennt man ja auch aus den Todesminen. Und versucht uns natürlich. Mit diesem Strahl zu treffen. Ist natürlich für uns ein bisschen bekloppt ist mit dem Laufen und. Oh oh. Jetzt hätte ich mal ein bisschen rein. Wie gesagt, er dreht sich jetzt hier fix im Kreis und freut sich, dass er so ein Wasserstrahl ablässt. Jetzt kommt langsam die Erinnerung wieder, was er kommt. Mit jeder Fähigkeit, ja, so ist das manchmal. Diese Lecks nerven mich also ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das seht. Wenn sie vom Fraps ausgelöst werden, dann eher nicht. Ich traue mich jetzt ja auch gar nicht mit Mordmist zu arbeiten, weil ich dann Angst habe, dass ich dann mal mitten drin in diesem Strahl stehen bleibe. So, jetzt müssen wir mal ausmachen. Also es ist nicht eigentlich an sich wirklich nicht schwer. Man sollte eben halt nur ein paar Regeln beachten, dass man das Wasser da unten nicht unbedingt berühren sollte. Und sonst geht's dann eigentlich. Aua. Ist jetzt mal sterben? Ja, selbst im Tod dreht er sich noch weiter. Flupp, und da ist er hin, der Gute. Was haben wir drin? Keine Brust für mich. So, jetzt müssen wir wieder zurück. So, und jetzt gehen wir genau in die andere Seite rein. Wie ihr euch erinnert, die Bibliothek. Und dürfen da noch ein bisschen was erledigen. Ihr da, in den Spalten. Meine ehrwürdige Bibliothek ist vom Schah besessen. Young. Welchen machen wir als erstes? Irgendwas hinterlassen haben und die Flächen oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich muss hier öfters erstmal reingehen, bevor ich alles aus dem Kopf weiß. Beziehungsweise zieh mir dann nachher das Video rein. Ja. Nee, die hinterlassen nichts schaden. Meine Rücken stellen wir trotzdem 5 Vorteile. Auf jeden Fall sind wir eigentlich gut damage-technisch mal dabei. Muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Flatsch. So. Ja, ihr seht richtig, da ist ein Fisch. In einer Bubble.
natürlich auch getötet werden. Der sprechende Fisch. Ich weiß nicht, ob man den jetzt erstes Down machen kann. Okay, mit der Energieregeneration ist jetzt etwas ätzend. Der rennt weg. Oh ne, der rennt den hinterher. Flupp. Ich hätte meinen Zaubern kriegen sollen, verdammt. Obwohl, dann schauen wir ganz auf. Oh, ich bin außer Gefecht gesetzt. Die blöden Viecher. Aber, alles cool. Alles wird gut. Dum, dum, dum. Schön. Euch an, gütige Fremde. Reinigt diese Art von ihrer unreinen Präsenz, bringt unseren Erzählungen den Frieden wieder. Ich bin so ein bisschen konzentriert, also wundert euch bitte nicht, dass ich das nicht verlegen habe. Ja, ich muss hier so ein bisschen kicken, was ich mache. Gold. So, dann müssen wir hier hinunter. Und die verderbte Schriftrolle umkloppen, was er da macht. Machen wir einfach mal. Oh, oh. Jetzt zieht er sich wieder alles zusammen und es entstehen böse Fiesen. Ah, es ist noch nicht vorbei. Wenn ich das Hallo, richtig sehe, stehen wir der Probe des Jaungol gegenüber. Lasst mich erklären. Es heißt, und das heißt, wir warten. Jaungol bei seiner Reise über die Kunlai-Ebene plötzlich von zwei seltsamen Kreaturen überfallen wurde. Und ab geht's. Ja, wir dürfen jetzt hier diese drei Viecher killen. Zwietracht, Streit und Zwietracht und Streit, zwei Viecher. Das ist jetzt unser quasi nächster Boss hier. Ich weiß nicht, ob die irgendwas besonders finden. Ich glaube, das war eigentlich stinknormaler Tank in Spring. Nicht aufregend. Oder ob wir gleichzeitig da unten müssten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die nicht dolle gewesen. Die haben nicht viel was gehalten. Bin ich jetzt eigentlich gerade auf dem falschen? Ich meine, ja. Dass ich hier halt mit Schaden bekomme, wie man in meiner Lebensanzeige sieht. Argonie. Oder die müssten gleichzeitig rein, das kann natürlich auch sein. Weil der Tank hier nämlich auch wechselt. Und das sieht eigentlich auch ziemlich so danach aus. Wieder an, damit wir eben halt die anderen vielleicht mittreffen. Ach Mensch. Schönes wieder Kette. Mensch, ich hätte auch mal gern was Neues. Zaubern wir das. Ach, scheiß doch. Ach, scheiße, ich hätte es zaubern sollen. Weil es ja dann sehen gebunden ist. Aber egal. Wird Zeit zu Gold. Wenn ich es kriegen sollte. So, jetzt geht's hier weiter. Und wir können hier diesen wunderschönen Weg entlang laufen. Der uns jetzt zum letzten Boss noch bringt.
Obwohl, da ist ja noch. Was ist hier nochmal? Ach ja, Louis Liu Flammenherz, stimmt, da war ja noch ein. Da war ja noch ein Boss. Die habe ich ganz vergessen, die alte. Ja, hier werden wir Flächen hinterlassen, da wird man möglichst nicht drin stehen. Das ist nur schlecht für die Gesundheit. Flitsch, da ist er. Ja, wir müssen jetzt hier natürlich erstmal alles aus dem Weg leider räumen. Aber, was will man machen? Und man muss sich ja darum kümmern, oder nicht wir, wer da. Ach komm. Jetzt müssen wir gerade 14 langsam am Arsch schleppen. Ist ja nicht. Flip. Nächste. Und dann haben wir nur noch eine Welle da hinten vor uns. Oder? Wollt ihr die noch? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er die aus dem Weg räumen wird.